Ein kleines Schäferstündchen. Inch macht mir Sorgen. Er hat bewiesen, wozu er in der Lage ist. Was, wenn er von unserem Plan erfährt? Warum sollte er? Wir sind vorsichtig. Er ist skrupelloser, als wir dachten. Die Bombe im Zug. Ich darf gar nicht daran denken. Umso wichtiger ist, dass wir unsere Nerven im Griff haben. Du meinst, dass ich meine Nerven im Griff habe? Ich mache mir keine Sorgen. Ich kenne dich. Ja, wir sind etwas spät dran, aber nochmal nachträglich hallo und willkommen zu Lone Star The Raven Remastered. Ja, unser Deal und die Miss Myers haben das Faustdick hinter den Ohren. Sie wollen den Raben reinlegen. Warum, ist mir noch nicht ganz klar. Vielleicht geht's doch bloß ums Geld. Wäre ein bisschen langweilig. Ich habe gedacht, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Aber schauen wir mal. Das Bett scheint mir selbst für die ein bisschen arg kurz zu sein. Aber fragen wir doch mal, wie geht's denn mit dem Plan weiter? Wollen wir den Plan nochmal durchgehen? Gute Idee. Wir wissen, dass Inch das Auge aus London im Gepäck der Baronin versteckt hat. Deswegen werde ich in ihre Kabine einbrechen und das Auge durch die Triplette austauschen. Korrekt. Das zweite Auge schnappen wir uns in Kairo. Während Inch auf frischer Tat ertappt wird. Ganz einfach. Der Teufel steckt im Detail. Ich muss unbemerkt in die Kabine der Baronin kommen, muss das Geheimversteck finden und darf keine Spuren hinterlassen. Ja, und Inch sprach von einer Kombination. Das Versteck könnte also verschlossen sein. Eins nach dem anderen. Ich denke, ich checke erst einmal die Lage. Und ich denke, ich werde es mir noch ein wenig gemütlich machen. So wird also unsere Ehe aussehen? Ich könnte es aushalten. Ja, da findest du doch noch einen besseren, oder nicht? In London lief alles nach Plan? Bis auf die Explosion, ja. Der Bobby kam genau zur richtigen Zeit. Er hatte ja auch eine kompetente Tippgeberin. Ich hatte genug Zeit, das Auge an mich zu nehmen, aber leider konnte ich die Triplette nicht mehr platzieren. Wo ist sie? Ein Kunstwerk. Fast so schön wie das Original. Ich kann sie nicht auseinanderhalten. Inch könnte. Aber wenn alles so läuft wie erwartet, wird er bis nach dem Einbruch ins Ägyptische Museum keine Gelegenheit haben, sich den Stein genau anzusehen. Was ist mit Legrand? Wird Legrand uns Probleme bereiten? Momentan läuft alles nach Plan. Das heißt, er ist clever, aber nicht clever genug. Und der Bobby? Bauernschleue, aber nicht mehr. Er wird das Puzzle nicht zusammensetzen können. Bleibt Inch. Er ahnt nichts. Wir haben die Sache gut vorbereitet. Ich mache seit Monaten den Laufburschen für ihn. Er vertraut mir nicht, aber er glaubt, dass er mich für dumm verkaufen kann. Das reicht. Ja, und was mit dem Zellner? Hallo, Zellner? Der ist doch euch ganz knapp hinten dran. Naja, nicht wirklich, aber zumindest der blinde Passagier kam uns ja arg verdächtig vor. Apropos Inch, ich habe gesehen, dass er in Venedig mit dir gesprochen hat. Worum ging es? Er war aufgebracht, weil sein Anschlag im Zug schiefgegangen ist und weil ich mein Ticket verloren habe. Wie bist du an Bord gekommen? Als blinder Passagier, eingesperrt in einem dunklen und kalten Frachtraum. Du Armer. Ich werde jetzt da rausgehen und alle Superpolizisten und Superverbrecher an der Nase herumführen. Ich könnte mir auch noch etwas Schöneres vorstellen. Ich nicht. Ja, wir spielen also die dritte Person. Wird immer unübersichtlicher hier. Wir sind also die Miss Myers. Schauen wir doch mal. Ich weiß nicht, wo Inch die Triplette hat herstellen lassen. Aber sie ist hervorragend. Selbst wer so viel Erfahrung mit Steinen hat wie ich, muss zweimal hinsehen, um sie als Fälschung zu entlarven. Sollen wir vielleicht einfach nochmal zurückgehen? Das beneidenswerte Talent, immer und überall schlafen zu können. Er ist einmal in einer Seilbahn eingeschlafen und erst aufgewacht, nachdem er den Berg schon wieder runtergefahren war. Tja, was gibt's in dem Badezimmer? Wir haben diese Kabine gemietet, weil sie so schön zentral liegt. Man kann jederzeit schnell in ihr verschwinden. Dass es eine erste Klasse-Kabine mit großem Badezimmer und Dusche ist, spielte für mich natürlich keine Rolle. Natürlich nicht. Eigentlich sind mir Hüte zu umständlich, aber sie passen gut zur Rolle. Und ich muss zugeben, der Tag in London, als wir Patricia Myers eingekleidet haben, hat Spaß gemacht. Aha, wir sind also gar nicht Patricia Myers. Ja, sowas.
Normalerweise nehme ich nicht so viel mit. Aber es wäre auffällig gewesen, wenn ich als vermeintliche Tochter aus besserem Hause nur mit einem Rucksack aufgetaucht wäre. Diese Halskette habe ich von meinem Vater. Sie soll mich daran erinnern, dass Geld nicht das Wichtigste im Leben ist. Wenn du nur diesen Penny, dafür aber eine Familie und Freunde hast, bist du ein reiches Mädchen, hat er gesagt. Ich nehme sie mit. Sie soll mir Glück bringen. Und ich dachte, das ist eine Diamantenkette oder aus Gold oder sowas. Ich achte immer darauf, möglichst wenig persönliche Gegenstände mitzunehmen. Sollten meine Sachen doch einmal durchsucht werden, darf keine Spur zu meiner wahren Identität führen. Aha. Sie ist also auch eine große Diebin. Will sie ihn dann wirklich heiraten oder nur beklauen? Es ging ziemlich schnell mit uns beiden. Schon bei unserem ersten Treffen hat es gefunden. So viel zu dem Thema. Gleich und gleich gesellt sich gern. Und er kann sehr charmant sein. Genau. Schauen wir doch mal kurz ins Tagebuch. Meine Rolle. Ein erfolgreicher Einbrecher ist der, der in einer Menge verschwinden kann, der unauffällig ist. Insofern bin ich nicht prädestiniert, ein Einbrecher zu sein. Ich falle auf, zumindest in diesen Breiten. Nur die Vorurteile der Leute schützen mich. Sie würden mir zutrauen, eine Handtasche zu stehlen, doch niemand sieht mich als Meister Ganove. Ich auch nicht. Alex, sie ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Diesen Satz habe ich nie verstanden, bis Alex mir passiert ist. Es ist ein seltsames Gefühl. Man hat plötzlich das Gefühl, dass einem ein anderer genauso wichtig oder wichtiger ist als das eigene Leben. Plötzlich denkt man nicht mehr als erstes, was will ich, sondern was will sie? Oder noch besser, was wollen wir? Wir haben uns in Südfrankreich kennengelernt. Die reiche Tochter aus gutem Hause und der arabische Kellner in ihrem Hotel. Wir beide waren nicht das, was wir vorgaben und haben das schnell bemerkt. Man erkennt seinesgleichen. Patricia Myers war die Rolle, die sie auch damals schon gespielt hat. Sie mag Patricia, glaube ich. Alex ist sehr klug und Patricia Myers bedeutet Urlaub von dieser Intelligenz. Ah, ist immer schlecht, wenn man mehrmals den gleichen Namen verwendet. Adil. Was ich an ihm mag, ist nicht an erster Stelle sein gutes Aussehen. Ja, so gut sieht er auch nicht aus. Auch nicht, dass er ein geschickter Dieb ist, dass er clever ist, dass er mich liebt. Es ist sein Wesen. Er hätte viele Gründe, verbittert oder zynisch zu sein. Doch er ist es nicht. Er genießt das Leben. Er sieht das Positive in allen Menschen und in jeder Situation. Er ist bescheiden. Er kann sich über kleine Dinge freuen. Ich habe nie über Kinder nachgedacht, bis ich ihn getroffen habe. Er wäre ein fantastischer Vater. Er würde unseren Kindern beibringen, positiv auf das Leben zu schauen, sich nicht von den Umständen erdrücken zu lassen. Er würde ihnen alles mitgeben, um ein zufriedenes Leben zu führen. Er würde ihnen alles mitgeben, um ein zufriedenes Leben zu führen. Der Plan. Unser Plan ist einfach. Ich tausche unbemerkt das in London gestohlene Auge des Sphinx gegen die Triplette aus. Inch wird vielleicht einen kurzen Blick auf den Stein werfen, aber wird keine Gelegenheit haben, ihn genau zu prüfen und somit hoffentlich nicht bemerken, dass die Steine vertauscht wurden. Den zweiten Stein holen wir uns in Kairo. Inch wird glauben, alles im Griff zu haben. Bis er seinen Irrtum bemerkt, sind wir über alle Berge. Patricia Meyer ist einer meiner Lieblingscharaktere. Eine hübsche Tochter aus gutem Hause. Niemand traut denen auch nur das Geringste zu. Es gibt nur ein Problem. Leute, die Patricia für dumm halten, obwohl sie sie nicht kennen, ärgern mich manchmal so sehr, dass ich sie auflaufen lasse. Eine dumme, verwöhnte Blondine, die immer mal wieder clevere Antworten gibt. Das ist nicht optimal. Daran muss ich arbeiten. Kabine der Baronin betreten. Ich muss in die Kabine der Baronin gelangen und ihr Geheimversteck öffnen. Ja, dann machen wir das doch mal. Und gehen rüber zur Baronin. Falls sie denn überhaupt noch lebt. Oh, was haben wir denn da, ha? Die Plakette berichtet stolz von der ersten Atlantiküberquerung des Schiffes. Die Stadt New York begrüßt die MS Lydia. Dass es das Schiff über den Atlantik geschafft hat, ist mir eh ein Rätsel. Die Silhouette New Yorks und die eines Schiffes.
Allerdings nicht von diesem hier. Vermutlich nutzen sie für alle Schiffe dasselbe Motiv. Sieht sehr offiziell aus. Mit Wappen, Flaggen, Siegel und allem drum und dran. Und die Plakette ist blitzblank. Jemand scheint sie in Ehren zu halten. Dann lauschen wir mal an der Tür. Ich bin sicher, ich könnte Ihnen helfen, wenn... Lassen Sie mich da mal ran. Wenn Sie mir sagen würden, was Sie suchen. Sie stehen nur im Weg. Gehen Sie raus. Ich werde vor der Tür warten, Madame. Ja, ja. Oh, Miss... Myers. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, ich schaue mir nur das Schiff an. Guten Tag. Ja, was gibt das denn hier? Wir können nach hinten gehen. Bei dieser Konstruktion stand eindeutig der praktische Nutzen im Vordergrund, nicht das Design. Vermutlich fährt die Lydia regelmäßig Häfen an, die nicht über eigene Gangways verfügen. Und bevor man die Gäste mit Leitern von Bord schafft, hat man sich wohl für diese unschöne Variante entschieden. Hier? Dort dürfte es zum Frachtraum gehen. Nicht weiter interessant für mich. Das Board. Buhl, Curling, Shuffleboard. Das ist sich alles sehr ähnlich. Insoweit, als es mich nicht interessiert. Gibt's nix. Schauen wir mal mit dem Lüftungsschacht. Zwei knackige Matrosen stehen an einem Tisch und studieren eine Seekarte. Gut, dass sie beschäftigt sind. So kann ich mich hier oben ungestört umschauen. Okay, sie steht also auf Seemänner. Sollte jemand die Brücke verlassen, werde ich so tun, als würde ich die Sterne beobachten. Und wenn gar nichts anderes hilft, lasse ich meinen Charme spielen. Keine Ahnung, was das für ein Fähnchen ist. Aber der Stab, an dem es befestigt ist, könnte sich nochmal als nützlich erweisen. Er ist etwa 80 cm lang und sieht recht stabil aus. Na sowas. Ja, der hält was aus. Aber zum Herumschleppen ist er zu unhandlich. Das Beiboot können wir nicht angucken. Aber wir können jetzt sicher hier den Lüftungsschacht mal öffnen. Ein Klassiker. Die Diebin steigt durch einen Lüftungsschacht ein. Sollte es so einfach sein? Nein, ist es nicht. Die Abdeckung ist festgeschraubt. Schraubenzieher? Haben wir wohl keinen? Diese Halskette habe ich von meinem Vater. Sie soll mich daran erinnern, dass Geld nicht das Wichtigste im Leben ist. Wenn du nur diesen Penny, dafür aber eine Familie... Ja, ja, das hatten wir schon. Nehmen wir den Stab und machen die... Nein, es gibt keine Lücke, in die ich den Stab stecken könnte. Die Abdeckung lässt sich nicht aufhebeln. Okay, war nur eine Idee. Hier können wir auch nichts machen. Wir brauchen also irgendwas, um die Abdeckung zu öffnen. Ja, wir können runtergehen. Ich weiß aber nicht, ob das was bringt. Wir können in den Salon gehen oder erstmal hinten aufs Schiff schauen. Ein Liegestuhl im Sonnenschein auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich wäre eine Närrin, wenn ich mir das morgen entgehen lassen würde. Allerdings muss ich mich erst um meine Aufgabe kümmern, bevor ich in der Sonne entspannen kann. Ein schönes Badetuch. Angenehm groß. Ich hoffe, ich habe morgen Gelegenheit, mich in die Sonne zu legen und den Rest der Fahrt zu genießen.
Ja, natürlich. Hast du auch. Ich habe dich nämlich gesehen. Und schon wieder ein Handtuch. Jeder braucht einfach ein Handtuch. Das gehört einfach zum Stylings-Konzept. Erkan und Stefan lassen grüßen. Schauen wir mal weiter. Was gibt's hier noch? Gehen wir mal in den Salon. Grandioso, fantastico! Ist es Ihnen recht, wenn ich kurz an Deck gehe und frische Luft schnappe? Aber sicher. Grüßen Sie mir das Meer. Ja, schönes Konzert. Gibt's was zu essen für uns? Eine Salatzange? Eine hölzerne Salatzange. Gerade noch klein genug, um sie unauffällig mitnehmen zu können. Und wofür steckst du die, liebe Frau? Eine Salatzange. Irgendwie nehmen wir immer die gleichen Sachen mit. Handtücher, Zangen. Die Salatzange wird bis zum Frühstück niemand vermissen. Schauen wir uns doch mal die zwei an. Ich bin keine Expertin, aber ich glaube, Herr Kreuzer ist tatsächlich ein sehr fähiger Geiger. Mir hat es zumindest gefallen und der Kapitän ist ganz hingerissen. Reden wir mal mit den zwei. Entschuldigen Sie, Gentlemen. Sie können nicht gemeint gewesen sein, Herr Kreuzer. Wie wäre es, wenn Sie mich einfach mit der jungen Dame sprechen lassen? Also, ich wollte nur... Haben Sie die Ringe an Ihren Fingern gezählt, junge Dame? Ich glaube, ich vertrete mir einmal die Beine. Aber Herr Kreuzer, so bleiben Sie doch. Sie müssen mir unbedingt etwas zu dieser wunderbaren Geige erzählen. Wenn Sie darauf bestehen. Das war nicht sehr nett von der Lady Westmacott. Ein wunderbares Konzert, nicht wahr? Ich hätte Sie nicht für eine Kennerin klassischer Musik gehalten. Weil ich Amerikanerin bin? Weil Sie jung sind und freundlich und strahlend. Jemand wie Sie muss sich nicht mit vielem auskennen, um gut durchs Leben zu kommen. Ja, da hast du völlig recht. Wird man in Ihrem Alter leicht Opfer von Vorurteilen? Die Lebenserfahrung sagt, dass meistens etwas Wahres dran ist. Das Vorurteil ist die hochnäsige Empfangsdame im Vorzimmer der Vernunft. Stand das in dem Buch, das Sie mal gelesen haben? Oh, ich habe schon viele Bücher gelesen. Gute Bücher. Also nicht meine, wollen Sie damit sagen? Sie schreiben Bücher? Was kann ich für Sie tun, Miss... Myers. Ja, ich habe den Namen vergessen. Ich wollte jetzt irgendwas sagen mit sowieso Myers, aber ihren Vornamen habe ich vergessen. Wissen Sie, ich habe nicht vor, mich einem Mann an den Hals zu werfen. Habe ich schon gemacht. Sie müssen arbeiten, eigenes Geld verdienen. Das werde ich. Meine Noten sind hervorragend und ich habe vor, mich in einer Schauspielschule in New York einzuschreiben. Keines meiner Bücher wurde je gut verfilmt. Die Geschichten wurden verstümmelt, gekürzt, vereinfacht. Dass auch noch der Einfältigste ihnen folgen kann. Und es wurden schlechte Computerspiele draus gemacht. Ich spreche drei Sprachen. Es wären drei mehr, als die meisten jungen Leute in ihrem Alter sprechen könnten. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Aber halten Sie sich von den falschen Männern fern. Wie gefällt Ihnen die Reise? Ist das Ihre erste Reise auf der Lydia? Lassen Sie es. Das Leben ist zu kurz für diese Art von Gesprächen. Gott, ich wünschte, der putzige Schweizer Polizist wäre mit an Bord gekommen. Sie haben eine abenteuerliche Zugfahrt hinter sich, wie ich hörte. Es war wunderbar. Ich hoffe auf eine Fortsetzung. Vielleicht in Kairo. Okay, ein sehr seltsames Gespräch, muss ich zugeben. Was ist mit dem Geiger? Herr Kreuzer verfügt über eine erstaunliche Technik, nicht wahr? Davon bin ich überzeugt. Seine zahlreichen Gespielinnen in Österreich werden Ihnen mehr darüber erzählen können als ich. Sie meinen, Herr Kreuzer ist ein Schürzenjäger? Ich spreche nicht von Schürzen.
Ich spreche von teuren Kleidern. Ein Mann wie ihr hat Kosten. Gehen Sie nur rüber, Schätzchen. Sagen Sie dem Maestro, dass Ihre Familie vermögend ist. Sie hätten beides, was er sucht. Geld und ein schönes Gesicht. Heute ein sehr Schandmaul. Herr Kreuzer! Lady Westmacott! Oder haben Sie es auf mich abgesehen, Herr Kreuzer? Alt, ja, aber reich. Schlange. Die ist ja echt fies. Aber Herr Kreuzer! Maestro! So ist es schon besser, Schmarotzer. Wieso ist er denn ein Schmarotzer? Sie und Herr Kreuzer scheinen sich zu kennen? Nicht wirklich. Doch ich kenne diese Art von Mensch. Parasiten, die sich an den Reichen und Erfolgreichen festkrallen und sie aussaugen. Der junge missverstandene Maler, der innovative Schriftsteller, der Bücher schreibt, die niemand lesen will. Das Musiktalent, das gefördert werden muss. Die Herren und Damen der feinen Gesellschaft lassen sich ausnehmen und nennen sich dann Mäzen. Ein anderes Wort für Narr. Haben Sie nicht selber archäologische Ausgrabungen im Nahen Osten und in Ägypten finanziert? Für meinen Mann. Und ich war selber dort. Ich habe Fundstücke für ihn katalogisiert und ihn nicht wie eine Trophäe auf Cocktailpartys herumgezeigt. Aber mein Sohn war einer von ihnen. Die schlimmste Art. Die, die den Menschen nicht nur das Geld, sondern das Leben aussaugt. Darf ich mich verabschieden? Sie dürfen. Ja, man kann also doch nicht alles sagen. Ich dachte, wir könnten alles auswählen. Ja, das klingt ja nicht so gut, was sie uns hier jetzt erzählt hat. Und naja, ich meine, wer hat es denn eigentlich schon verdient, ausgesaugt zu werden, wenn nicht die Reichen? Okay, soll es mal so sein. Ich würde sagen, machen wir hier eine kleine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.